usted, mal usted, que usted. K-O-K-O arroja, hey. K-O-K-O arroja, hey. K-O-K-O arroja, hey. Fuo, fuo arroja, hey. Fuo, fuo arroja, hey. Fa-fi-ki-te. Fa-fi-ki-te, roja, hey. Fa-fi-ki-te, roja, hey. Also, es geht bei der Hacke auch wirklich, sich diese Erlaubnis geben, so richtig in diesen Berserker-Wahn zu gehen. Dieses Zerstörungswütige, das Zeigen der Zunge heißt auch, ich fress dich. Ich verspeis dich. Und es ist kulturell akzeptiert. Und deswegen tut es nicht nur den Männern gut, sondern auch den Frauen, die das sehr wohl in Neuseeland auch fressen. Die auch gefressen werden wollen. Kommt's dazu, noch 3 Tage. Das ist der Frieden und wirklich. Oh, es ist eine tolle Stimmung. Yes. Danke. Danke dir. Kommen wir Hände ins Genick. Wir stretchen unsere Wirbelsäule, während wir uns hochrollen. Zieht das wirklich in die Länge. Wirklich in die Länge. Wenn ihr das nach hinten den Kopf macht, gibt ihr die Hände und jetzt könnt ihr das riechen, was ihr verrieben habt. Ein bisschen näher zueinander, dass wir besser hören. Und die gut.
meinen Körper und ich muss auf die Seite gehen und er spricht durch mich mit den Songs, die ich mache. Und ich möchte euch jetzt einladen für meinen ersten Song auf der Gitarre. Der Refrain is very easy. We are love, we are love, we are love. So we are, so we are, so we are. Und wenn ihr es gespürt, dann bitte kommt mit euren Stimmen rein in den Kreis und lasst uns gemeinsam singen. Above us on the sky, imagine all the people living for today. Aber es war alles Rhythmus und alles war an seinem Platz und jeder war
in seiner Tätigkeit zufrieden. Und deswegen war das ein wunderschöner Workshop für mich. Yes. But now I can find. Und die haben sich, wurden alle angenommen, so wie sie sind. Und das fand ich so toll. Und alle, wir haben uns umarmt und wir haben uns gegenseitig kennengelernt. Und, also, und ich weiß nicht, ich spüre, dass wir so einen Samen gesetzt haben, dass es, wir sehen die Früchte noch gar nicht. Das wird, das, also, wenn ich in Bremen sowas erzähle, dann... Mira ist die Zukunft. Yeah. Also so stelle ich mir Gemeinschaft vor. Oi. E a Áustria me piace, porque ele é pessoa que quando vedo no arte, c'è apre no próprio porta, abre no próprio core. Proprio l'ingrasso universo, per essere qua, che mi hai permesso di arrivare. Ho fatto 1000 chilometri per arrivare da Torino qui, ma sono molto soddisfatto. Grazie Miradense, voglio tanto bene, desidero tanta luce, tanta salute, tanta harmonia. Tutto di buono ai organizzatori, Eugênia, seu companheiro, Alberto Emanuele, que é um personagem que temos conosciuto em Itália. E aspetto que venga ancora altre e altre edizioni, sempre più bella. Grazie mille. Grazie, naja, ich kann ja eben das mit einem Wort zusammenfassen. Mira Dance ist ein Zauber. Es ist ein Zauber. Also, und hier zu kommen, das ist wie Homecoming für mich. Das ist so wirklich diese Heimkehr und eigentlich erkennen oder sich erinnern, ja, wir wollten ja hier das Festival machen. Und jetzt aber mit all diesen Elementen, die auch von all diesen Orten dann auch noch dazu kommen und sind im Sinne, dass das ist so ein bisschen wie für manche dieses ich liebe dich zu sagen. Ja, das, oh, das ist so für manche so ein das ist so ein heiliger Satz, das darf man also jeden sowieso nicht und dann überhaupt vielleicht nur einen Menschen so im Leben oder sowas. Aber eigentlich, wenn, ja, warum nicht? Ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Was für mich sehr, sehr schön war, wie gewisse Musiker, die ich kennengelernt habe, mich dann eingeladen haben, mit ihnen zusammen zu musizieren, obwohl wir nicht geprobt haben. Es war sehr schön für mich und hat mir sehr viel Mut gegeben, auf meinem Weg des Herztrommlers und Geschichtenerzählers weiterzumachen. Was für mich auch sehr schön war, dass sehr viele Menschen offen waren, wirklich aus dem Herzen zu sprechen und nicht aus dem Verstand.
oder nicht das gesagt haben, was sie denken, sondern was sie fühlen und dadurch ihr ein Liebesfeld kreiert haben, was ein Heilfeld war. Mira ist? Mira ist für mich gelebte Liebe. Nein, ich war das erste Mal auf so einem Festival und dachte, schaust dir mal an. Ne? Mhm. Und theoretisch hat mich ja eigentlich meine Frau so mitgeschleppt quasi mit den Kindern. Nein, aber ich bin sehr positiv überrascht. Mhm. Ich fand das sehr schön. Wunderschöne Gemeinschaft. Mhm. Hat viel Spaß gemacht. Mhm. Mira Dance Festival ist für mich eine funktionierende Gemeinschaft von zwischen klein oder von ganz klein bis alt. So. Wow, schön. Ich sag, wow. Am meisten das Tanzen, das Elemente tanzen gefallen bei Lisa. Es war, hat man sich sehr frei gefühlt und so. Und, ja, aber ansonsten fand ich eigentlich alles cool. Hast du neue Freunde gezogen? Ja, auf jeden Fall. Ganz wow. Viele neue Freunde, Bekannte. Und kommst du wieder? Ja. Das Mira Dance ist, wie würdest du es beenden? Ist eine Bewegung für den Frieden. Wow, danke dir.